Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem Kanal Relaunch FAQ. Es ist nicht wirklich ein Relaunch, aber ihr wisst, was ich damit meine. Ihr habt mir Fragen gestellt, ich werde so viele wie ich kann beantworten. Und ja, wir fangen direkt mit der ersten an. Ihr merkt schon, ich habe noch keinen neuen Community-Namen. Ich finde zwar Krümel ganz cool, aber vielleicht ist das auch was, das sollte man nicht erzwingen. Das kommt einfach irgendwann von alleine. Jedenfalls kommen wir direkt zur ersten Frage. Vom lieben Pipo Sale, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Er fragt, warum magst du keine OU-Matches und welches ist dein Lieblings-Pokémon aus jeder Generation? Ich mag OU-Matches nicht, weil es im OU einen Pokémon-Pool von gefühlt 18 gibt. Es gibt gefühlt 18 Pokémon, die im OU viable sind und das gefällt mir nicht. Was ist mein Lieblings-Pokémon aus jeder Generation? Dazu wird in relativ naher Zukunft ein Video kommen, das werde ich hier jetzt nicht beantworten. Der liebe Sean Sheepy hat mir gleich 17 Fragen gestellt und ich werde die einfach so schnell ich kann der Reihe nach durchgehen. Hast du in der Zeit, in der du nichts hochgeladen hast, kein Pokémon gezockt oder dich einfach auf die GPL vorbereitet? Ich habe ein bisschen Pokémon gezockt, allerdings eigentlich nur, um mich auf die GPL vorzubereiten. Welche YouTuber guckst du, die keine Competitive-Pokémon-Videos machen? Die hier unter anderem, ich werde die einblenden, sind alles sehr gute Gaming-YouTuber. Hast du mal vor, Shiny Hunting zu machen? Ab und zu züchte ich mir welche mit der Masuda-Methode, aber sonst dieses Chain und so finde ich schwachsinnig, weil man dann keine mit guten DVs bekommt. Denkst du, dass noch in diesem Jahr der große Durchbruch der Poketuber-Szene in Deutschland kommt? Nein. Ich weiß noch nicht wirklich, was man sich unter einem großen Durchbruch vorstellen soll. Falls damit gemeint ist, dass andere große YouTuber darauf aufmerksam werden, dann denke ich nicht. Welches Pokémon kannst du auf den Tod nicht leiden? Chanera. Ich hasse dich, Tim. Denkst du, Flunschig ist im PU gut aufgehoben? Flunschig hätte das Zeug ins AU zu kommen, wenn die Leute wüssten, wie sie es benutzen müssen. Warum hast du bisher deine Wi-Fi-Battles immer alleine kommentiert? Weil ich gegen Leute spiele, mit denen ich nicht live rede, für gewöhnlich. Wenn ich gegen Leute von Twitter spiele, sind es für gewöhnlich keine Leute, die ich bei Skype habe oder mit denen ich sonst irgendwie kommuniziere. Hast du jemals Pokégen oder ähnliches benutzt? Jein, ich habe es benutzt, um mir damals ein japanisches Hornliu zu züchten, oder zu ercheaten besser gesagt, um dann mein Shiny Bibor mit der Masuda-Methode zu züchten, denn bevor das Mega angekündigt wurde, hattest du keine Chance an ein 5DV Hornliu zu kommen. Wie viele Shinies hast du schon random beim Züchten bekommen, also ohne gezielt die Masuda-Methode anzuwenden? Eins. Als ich mein Turtok gezüchtet habe, habe ich dazu ein Shigi von einem anderen Typen benutzt, das ich mal bekommen habe. Und natürlich kam dabei ein Shiny raus. Was fasziniert dich so an Flunschig? Es ist doof. Jetzt, wo sich die Situation ein bisschen beruhigt hat, was sagst du zur DPL? Würdest du an einem Turnier, in dem die GPL gegen die DPL kämpft, gerne teilnehmen? Ja. So ein K.O.-Turnier wäre schon ganz cool, muss ich sagen. Seit wie vielen Jahren benutzt du YouTube? 5 oder 6 Jahre bestimmt. Das kommt hin. Das konnte ich eigentlich nachgucken. Moment, ich weiß, wie ich das nachgucken kann. Oh Gott, es sind schon voll viele Jump Cuts jetzt. Seit um bei 5 Jahren. Woher ich das weiß, hatte ich euch nicht. Hast du jemals überlegt, mit YouTube aufzuhören? Ich habe so oft mit YouTube aufgehört und wieder angefangen, dass ich aufgehört habe zu zählen. Kommen da noch wieder Videos mit Facecam? Ja. Ganz offensichtlich. Falls ja, hast du vor, deinen Rage-Hike mal wieder in einem Video zu zeigen? Ja. Ja. Er wird viel zum Einsatz kommen. Und dann schreibt er noch, vielen Dank für deine Videos. Vielen Dank für deine zahlreichen Fragen. Man the Man fragt, wofür hast du in letzter Zeit Geld ausgegeben? Am meisten Geld ausgegeben. Den habe ich zweimal. Und da drüben stehen noch viel mehr. Aimgame fragt, was sind deine Lieblingsfilme und ist Star Wars dabei? Star Wars hat mich nie wirklich interessiert, muss ich zugeben. Das war immer für mich so ein Phänomen, das ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Aber sonst, was gehört zu meinen Lieblingsfilmen? Also im Grunde alles von Disney und Pixar. Spiel ohne Regeln, überhaupt viele Adam Sandler Filme. Ich mag Adam Sandler Filme echt gerne.
Gesetz der Rache ist ein unglaublich geiler Film. Und auch The Equalizer, muss ich sagen. Der ist jetzt noch nicht so lange draußen. Und natürlich alles aus dem Marvel Cinematic Universe. Außer Iron Man 3, der war kacke. Orga fragt, produzierst du bei deinen englischen Review-Videos? Ja, ich habe einen englischen Zweitkanal. Link ist in der Videobeschreibung. Viele Outtakes und würde es sich da lohnen, mal ein Outtake-Video zu machen? Würde es, vor allem bei meinem Shantae-Video, habe ich viele, viele Outtakes gehabt. Nefix schreibt, wer ist dein Hassgegner in Smash? Alles mit einem Counter, aber vor allem fucking Quajutsu. Ich hasse Quajutsu wie die Pest. Nein, nicht Little Mac. Little Mac, da stellst du dich hin und nimmst ihn und werfst ihn von der Kante und dann ist er tot. Dubbler002 fragt, was fandest du an Oras besonders cool und was würdest du für die kommenden Spiele ändern wollen? Ich fand an Oras viele kleine Details cool, wie zum Beispiel, dass die Orden so Anstecker auf der Rückseite hatten. Und was ich mir für die nächsten Generationen wünschen würde oder für die nächsten Spiele, dazu wird auch ein Video kommen. Ich weiß nicht, wie bald, ob ich warte, bis die nächsten Spiele angekündigt werden oder so. Da muss ich mal schauen. MarcoMeter9 schreibt, was hältst du vom neuen Pokémon Mystery Dungeon? Ich freue mich. Es sieht gut aus. Es sieht nicht so aus wie der, wie ist der Teil, Gates of Infinity oder Tore der Unendlichkeit auf Deutsch. Der Teil war scheiße. Der Teil war richtig scheiße. Der hier sieht sehr vielversprechend aus. Ich freue mich sehr. Dann fragt mich Yu-Gi-Oh! Kanal, auch bekannt als Evolinator. Hast du dich schon mal mit einem anderen Poketuber persönlich getroffen? Wenn ja, welchen? Ich habe Tim bzw. Fanmade Let's Play letztes Jahr ganz kurz auf der Gamescom getroffen. Welcher Boy aus der GBL ist dein Lieblingsgegner bzw. Rivale? Nicht Steve. Nicht Steve. Ein Rivale, es ist schwer zu sagen. Ich möchte schon fast sagen, Surskit. Ich glaube, das war Surskit, gegen den ich dieses verdammt coole Match hatte. Wenn nicht, blende ich den richtigen Namen hier ein. Auf was würdest du dich eher freuen? Ein neues Remake von Diamant und Perl oder ein anderes Remake oder die siebte Gen? Was würdest du dir Neues erhoffen? Ja, wie gesagt, Neues erhoffen kommt in einem späteren Video. Ich würde mich über beides freuen, sowohl die siebte Gen als auch ein Remake von Diamant und Perl bzw. Platin. Aber ich denke, wir werden als nächstes die siebte Gen bekommen und die auch erst Mitte, Ende nächsten Jahres. Jugend Torino schreibt, findest du, dass es inzwischen zu viele Poketuber gibt? Nee, denn die, die mir nicht gefallen, gucke ich einfach nicht. Das ist im Grunde wie mit Let's Playern. Die meisten werden einfach untergehen. Das ist traurigerweise so. Und ja, sucht einfach mal nach Minecraft, dann wisst ihr, was zu viel bedeutet. Wir, die Poketuber, sind da noch weit von weg. Dann fragt mich der liebe Lukas, wo würdest du gerne mal Urlaub machen? Geld spielt hierbei keine Rolle. In Kanada. Ich wollte schon immer gerne mal nach Kanada. Ich weiß nicht warum, aber Kanada klingt einfach mal wie ein verdammt cooles Land. Raphael Banana fragt, hast du andere Konsolen? Kennst, magst du die Uncharted-Reihe? Ich kenne sie, ich habe sie nie gespielt, sie soll aber ganz cool sein, von daher würde ich sie vermutlich mögen. Sie scheint eine Art von Spiel zu sein, die ich gerne mag. Und habe ich andere Konsolen? Also hier in meinem Zimmer steht die Wii U, meine Wii, meine Xbox 360, meine Xbox, nicht die Xbox One, sondern tatsächlich die erste Xbox, meine absolute Lieblingskonsole. Ein Sega Dreamcast, ein N64, ein NES, eine PlayStation und eine GameCube. Ich glaube, das war auch alles, was wir haben. Ja, doch. Und da habe ich halt noch ein paar Handhelds, aber die zähle ich jetzt nicht noch mit auf. Dann fragt mich IgmaLPCT, wärst du auch mal. Amiibo fast runtergeworfen vom Schreibtisch. Wärst du auch mal LOL-Videos machen? Würde ich vermutlich, wenn mein PC das zulassen würde. Kommen jetzt wieder mehr Livestreams? Ja. Höchstwahrscheinlich. Wenn ja, lädst du dann ein kleines Infovideo hoch. Ich lade eigentlich immer was hoch, wenn ich live gehe und ich werde versuchen, die Streams besser vorauszuplanen und dann Ankündigungsvideos hochzuladen. Wann kommt der nächste Rotomcast? Das ist eine sehr gute Frage. Es kann sein, dass wir den so ein bisschen neu erarbeiten. Das muss ich aber mit den anderen klären. Das hängt auch mit einem anderen Projekt zusammen, wo ich dran teilhabe. Mein Hass-Pokémon, wie gesagt, Chanera. Wie viele Competitive-Pokémon hast du bereits? Kannst du uns die auch mal zeigen? Das wollte ich schon vor Monaten machen, aber es kommen immer wieder neue dazu. Hab im Moment schon eine Liste an 5 Pokémon, die ich mir jetzt züchte. Wie findest du Raichu im Competitive gesehen? Ginge schlechter, ich hab's gerne gespielt. Ich spiel's auch immer noch gerne. Ich hab eins in meiner Box und ich find das toll.
Dann fragt mich Burak und den anderen Teil des Namens versuche ich gar nicht erst auszusprechen, wie ein Stein deinen Attack on Titan hast. Jeder hat immer gesagt, der Anime ist voll super, den musst du sehen. Dann habe ich mir aber die ersten 3 Folgen angeguckt und ich finde es unglaublich langweilig. Ich finde die Prämisse unglaublich ich finde die Charaktere mehr als Und der Hass entstand eigentlich dadurch, dass ich, wegen meinem Namen Kuchenjäger, mir mehr als zu oft irgendwelche Attack on Titan Sprüche anhören darf. Nicht nur auf YouTube oder auf Twitter, sondern auch bei League of Legends. Glaub mir, das ist irgendwann nicht mehr lustig. Mein Lieblings-Pokémon, also bitte, muss das noch gefragt werden? Ich habe verdammte Flunschlick-Hausschuhe. Mein Lieblings-Anime? Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ich meine, kann man das sehen? Da oben? Ich glaube nicht, dass man das sieht. Da steht eine Taschenuhr. Eine Fullmetal Alchemist Taschenuhr. Und ich trage sogar gerade mein Fullmetal Alchemist Shirt. Was ist deine Lieblings-Gen? Die zweite. Und dann kommt die letzte Frage. Nenne 3 deiner Pokémon, denen du deiner Meinung nach die absolut perfekten Spitznamen gegeben hast. Ich versuche eigentlich immer Pokémon den perfekten Spitznamen zu geben, aber ich kann ja mal kurz schauen. Okay, die 3, für die ich mich jetzt entschieden habe, sind einmal Tohaido, das Tohai Bro heißt. Und den Namen hatte es, weil damals, als ich in der 5. Gen wieder angefangen habe mit Competitive und von den versteckten Fähigkeiten erfahren habe, habe ich halt Tohaido gespielt und Tohaido hat mich so oft gerettet. Es war einfach für mich immer so ein Retter in der Not. Und deswegen wurde es halt so ein Bro-Pokémon und deswegen ist es Tohai Bro. Dann haben wir mein Brigaron, mein Kilowog. Kilowog heißt es. Für die nicht wissen, wer Kilowog ist, das ist ein Charakter aus Green Lantern und es passt einfach unglaublich gut dazu. Und als letztes haben wir meinen Landhorn mit dem Namen Saint Walker. Saint Walker ist auch ein Charakter aus dem Green Lantern Mythos. Und ich kann es einmal schnell erklären. Es gibt bei den Green Lanterns, es gibt viele verschiedene. Es gibt zum Beispiel die Red Lanterns, die ziehen ihre Kraft aus ihrer Wut. Und es gibt die Blue Lanterns, die ziehen ihre Kraft aus ihrer Hoffnung. Und ich finde einfach, die Blue Lanterns stehen so ein bisschen auch für Ruhe und Gelassenheit. Und ich finde, Landhorn strahlt so eine gewisse Ruhe aus. Außerdem ist es ein Lanternenfisch und deswegen fand ich den Namen Saint Walker ganz passend. Denn Saint Walker ist der Anführer der Blue Lanterns. Und ja, Kilowog ist ein Green Lantern und der sieht aus wie ein großes Schwein. Und deswegen fand ich den Namen Kilowog ganz cool. Ja, ich glaube, das sind die 3. Und ja, das waren tatsächlich alle Fragen. Ich bedanke mich bei allen, die mir Fragen gestellt haben. Ich weiß, ich habe ein paar nicht beantwortet. Das liegt aber entweder daran, dass das Video sonst zu lang werden würde, dass ich die Fragen nicht passend finde, sage ich mal, oder dass sie vorher schon mal beantwortet wurden. Zum Beispiel, wie ich auf meinen YouTube-Namen gekommen bin. Und dann würde ich aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und denkt daran, am Montag einzuschalten, wenn es mit den Kämpfen weitergeht. Bis dahin und tschüss.